Ey, wie findet ihr die Qualität von Sandy? Geht es klar? Sandra, red mal ein bisschen, ein paar Sätze am Stück irgendwie. Erzähl mal was. Hallo, ich bin Sandra. Ja, ich war gestern feiern und habe mich extrem. Also eigentlich habe ich gar nicht so viel getrunken in meinem Kopf. Ey, alle schreiben nur ins Chat. Qualitätskatastrophe. Ehrlich? Es rauscht ziemlich katastrophal. Es geht so. 6 minus. Klingt wie ein Toaster. Gefühlt kein Mikro. Besser gar nicht reden. Mist. Heute ist es leider mal so, weil Sandra, wie sie gerade schon gesagt hat, ziemlich gesoffen hat gestern. Ich kann euch mal ein Foto zeigen, wie Sandra tatsächlich gestern geschlafen hat. Aber wenigstens am PC. Die ist einfach so eingeschlafen. Dementsprechend hört sie sich auch an und dementsprechend ist sie jetzt auch gerade nicht im Office in Bielefeld, sondern sitzt zu Hause mit dem Laptop und AirPods. Deswegen, damit müssen wir jetzt klarkommen. Die Quali von Sandra ist heute scheiße. Okay. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen hier weiter voran und bauen so lange diese. Was ist denn da, Laser? Laser, Luca? Are you alive? Lamasen! Ach nein! Wie geil! Wie süß! Oh mein Gott! Leute, ratet auch mal, wer morgen in Urlaub fährt. Da brauchen Sie gar nicht raten, wissen Sie eh wer. Wer ich nicht bin. Och, du Scheiße, Sandra! Was? Warum bist du jetzt so random gestorben, Laser? Da kam ein Skelett und du hast mir nicht geholfen. Du Bastard. Digga, ich verstehe die teilweise gar nicht, ne? Wie geht es deinen Nippeln? Guck mal, wer da ist. Oh mein Gott! Wer ist sie denn? Was ist das? Wer bist du denn? Wir brauchen wirklich Essen. Ich muss auch Fleisch essen, anders kriegen wir das hier nicht hin. Sandra, du musst jetzt die Hühner töten. Oder soll ich das machen, Leute? Ich kann auch ein paar Hühnchen töten eigentlich. Ich kenne auch keinen, der vegetarisch sein will bei Minecraft. Das ist so dumm. Ja, ich weiß, wirklich dumm. Ja, komm, ich töte jetzt einfach ein paar Hühner. Es tut mir jetzt leid, es ist halt ein anderes Projekt. Es ist jetzt nicht Minecraft Loser oder irgendwie Minecraft mit Luca. Wir brauchen einfach Essen. Ich habe mich ganz tief in meinem Herzen auf jeden Fall leicht verletzt gefühlt. Ey, ich habe heute noch keine geraucht, Leute. Ich habe überlegt, soll ich mit dem Rauchen aufhören? Dann das sagst du jedes Mal, wenn du verkatert bist und danach rauchst du doppelt so viel. Ja, Mann, ich will die mit den dicksten Bizeps EU-West. Komm, ich mach dir eine neue Spitzhacke. Ich habe meine noch. Ja? Eisenspitzhacke. Hello there. Boah, Olaf geht direkt drauf. Wahnsinn. Oh nein! Das überlebst du, oder? Nee, ja okay, doch. Doch, sehr gut. Mit einem Herzen. Alter, wie die ganzen Hühner da auch so gucken einfach. Und du isst da mein Huhn! Das seid ihr. Würde ich die demonstrativ vor denen so ein Hühnchen essen? Sandra, ich mache für deinen Hund ein gelbes Halsband, okay? Dann weißt du immer, dass das deiner ist. Hier. Wie kann ich ihm das jetzt anziehen? Du musst das einfach mit Kuh auf ihn draufschmeißen. Und jetzt musst du so eine Minute warten, bis er das quasi genommen hat. Eine Ewigkeit später. Digga, also, er macht mir gar nichts. Okay, sammel's mal auf. Hä? Probier's mal mit Rechtsklick auf ihm drauf vielleicht. Schlag mal die Ziege und bleib stehen. Was soll denn das bringen? Mach das nicht, Laser. Da kann doch nichts passieren. Die arme Ziege. Nein! Was? Kann man das rückgängig machen? Prank kommt, ist geplant. Wieder ein CP-Prank, wie ich Sandra steuere. Das hier heißt Spieler kontrollieren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert oder ob es funktioniert. Hä? Was ist los? Was ist los, Handy? Laser? Was ist? Ich hab meinen Körper verlassen! Was hast du? Ich hab meinen Körper verlassen! Hä? Was ist denn? Ich hab meinen Körper verlassen! Ich bin nicht mehr in meinem Minecraft-Körper! Wieso bist du nicht mehr in deinem Minecraft-Körper? Keine Ahnung! Oh mein Gott, wie gruselig! Ich glaube, wir wurden gehackt! Nein, das bin ich. Ich wollte das mal testen, ob das klappt. Das klappt wirklich. Hast du gerade ein bisschen Paranoia? Ihr habt das mitbekommen. Kommt, glaube ich, gleich eine Hexe. Sandra, bau du mal weiter ab. Die Papageien da hinten, voll süß. Hexe kommt, ja. Oh, oh.
Guck mal, Olaf geht direkt drauf. Wir haben einfach nie was zu tun mit irgendwelchen Streitigkeiten. Das dribbeln die einfach unter sich. Und wenn ich jetzt noch hier den Hundi drauf loslasse, haben wir gar nichts mehr zu tun. Sandy, lass die mal machen. Was ist, wer ist denn? Olaf ist tot. Ach du Scheiße. Oh, nicht, dass mein Hund jetzt auch noch stirbt. Oh! Gib mir Wasser! Ich hab nichts! Guck mal nach vergammeltem Fleisch. Dann hört mir kurz einen Schrecken! Gib ihm Essen, alles gut, der wird schaffen. Aber das hört nicht auf bei ihm! Ich hab nicht mehr Essen! Oh nein. Wir haben nicht mehr! Was hat der denn? Alles Gute, danke. Oh. Er hat's überlebt. Das gibt's doch gar nicht. Sandy, ich würde das jetzt so lassen. Hier vorne mit unserem Kistenraum. Wir haben jetzt 6 riesige Kisten. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen für die bisherigen Items. Wir müssen dann auch mal aufräumen, weil wir so viele auch eigentlich gar nicht brauchen, wie wir haben. Da würde ich sagen, sortieren wir jetzt nochmal eben fix die Items rein. Wollen wir da links, wo du gerade dran bist, alle Stein. Ne, ich würde Holzsachen. Ich pack da ja? gerade schon Stein rein. Warum sind da dann Korallen drin? Hä? Ich bin doch ganz links. Das sind Korallen, die du da gerade reinmachst. Das sind abgestorbene Korallen. Ja, scheiß drauf, Digga. Oh, wow! Crow! Wir können mal eben kurz jetzt probieren, ob das jetzt klappt hier. Ich hab einen Papagei! Nee, wie unfair. Und meiner? Tut mir leid, kann man nichts machen. Leute, es nimmt alles Form an mittlerweile, ne? Sehr cool. Ich bin ganz ehrlich, nach dem ersten Stream hier in OneLock dachte ich mir so, hä, wo soll das hinführen? Aber jetzt, vor allem, dass wir sehen, Sander ist heute 5-mal gestorben, ich 2-mal, das haben wir jetzt drin. Wir haben jetzt diesen OB-Counter drin, das heißt, wir sind beim Block 876 von 2400. Das hat sich ergeben, wir können uns die Phasen angucken. Wir sind gerade in der Dschungelphase, danach kommt das Sumpfbiom. Sander, du willst diesen Stress nicht. Und wir haben heute diesen Kistenraum hier gebaut. Nächstes Mal werde ich dann mein kleines Haus bauen. Wir werden die Farm erweitern, wir werden natürlich die Blöcke weiterhin abbauen. Da vorne das Grün werden wir ein bisschen schöner machen, vielleicht mit ein paar Pflanzen. Und dann nimmt hier alles langsam Form an. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit Minecraft OneBlock. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich hier an der Stelle. Ihr seid der Hammer Laser. Wir sehen und hören uns die Tage. Ja, hau rein, gute Besserung. Ciao. Ja, Leute, wir sind Sonntag wieder live. Wie gesagt, am sinnvollsten wäre es, wenn ihr einfach hier folgt, denn dann passiert nichts und ihr kriegt eine Benachrichtigung dann einfach, wenn es losgeht. Hab euch lieb. Bis Sonntag, haut rein. Ciao.